So, da bin ich wieder. Diesmal habe ich direkt auf Tag umgestellt, weil ich das Gefühl habe, es ist hier immer Nacht. Ach, da ist ein Blumen. Ich habe gedacht, das wären irgendwelche Bäumchen. Hier waren diese Bäume. Dann kann ich jetzt mal hier so Birken machen. Hier auf diesem Feld kann man nicht bauen. Ich werde auch keine Wiese extra anlegen und extra alles abreißen und neue bauen und dies und das. Ich tue mir diese Arbeit nicht an. Ich werde vielleicht mal ein paar Erddinger setzen, wo ein Baum rein kann. Aber ich werde mich erstmal um die Ausleuchtung der Gebäude kümmern. Ach, stimmt ja, ich muss erstmal die Bäume. So, Dankeschön. Ich wollte gleich rüber zur Wiese gehen, ohne die Bäume zu vergessen. Na komm, wachs doch mal. Da lässt sich ja wirklich eine Menge Zeit. Ja, ja, ich bin jetzt auch seit kurzem mit Animalica durch. Und bin erstaunt, das Inventar ist genauso riesig, auch mit den Tierwelten. Bei den Tieren ist es wahrscheinlich größer als bei Minecraft. Also von den Mods jetzt her. Also allgemein größer als Animalica von den Tieren, von den klassischen Minecraft allgemein. Aber von den Mods her kommt das Ding schon echt super ran. Gut, Minecraft hat seine eigene Grafik, an der man, die man gewöhnt ist, die eigentlich einzigartig dafür ist. Weil man erkennt Minecraft, egal wie viele es nachmachen, immer wieder an der, trotzdem ist die gleiche Grafik, ist immer wieder am gleichen, immer wieder. Also es hat einen Alleinstellungswert. Und Animalia kommt den quasi mit dem Inventar ziemlich jetzt stark nah ran, obwohl es noch in der Alpha ist. Ich war erstaunt, deswegen habe ich einmal mal die ganzen Welten gezeigt, was möglich ist. Und war sehr zufrieden. Hier hinten das Dorf werde ich jetzt mal nicht begehen. Jetzt bin ich hier angelangt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt hier diese Sachen gelegt. Ich gehe erstmal den Außenrand der Grünfläche. Dann haben wir hier nämlich zum Beispiel noch. Ich werde jetzt, aber hier werde ich aber nur Wiese legen. Da, wo ich langlaufe, lege ich eine Wiese. Hier haben sie alles abgeholzt, so nach dem Motto. So. Das ist schick. Super. Dann haben wir das hier auch fertig. Jetzt wandere ich hier rüber. Guck mal, ob hier noch was ist. Das ist übrigens einer der Gebäude, die ich meinte, wo der Entwickler hier Dinge vergessen hat. Ist aber halb so schlimm. So. Hey, flieg doch mal. Hier haben wir noch eine Ecke. Da werde ich auf jeden Fall Bäume nochmal setzen. So. Gut, und dann hier noch ein paar Bäume. Weil das sieht hier ein bisschen trostlos, ehrlich gesagt, aus. Dann hat das nämlich, bekommt das Land nämlich langsam ein Stadtbild. Schatz. Kleine hatte Schluck auf mindestens 5 Mal. Unser Baby hat gerade im Bauch Schluck auf. Es trinkt Gebärmutterfruchtwasser. Oh Gott, nein. Ja, es trinkt Fruchtwasser, so Es wie trinkt jedes andere Fruchtwasser, Baby ja, auch. doch. Oh Und es Gott. hatte gerade Schluck auf, so wie jedes andere Baby auch, damit übt es atmen. Oh, das heißt aber, bald kommt unser Kind. Nein, das machen alle Babys.
Ah, nee, nee, Bei nee. meiner habe ich das jetzt das erste Mal so gesehen, so fünfmal hintereinander, so hick, hick, hick. Da merkt man wirklich, es ist nur ein Mensch, aber ein süßer Mensch, wo man noch nicht weiß, ob er wirklich süß ist. Kann ja auch. Ich werde das jetzt nicht sagen. Sag mal, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Lass mich doch mal vorbei hier. Was hast du hier gesagt? Sie ist ein guter Mensch, man weiß nur noch nicht, ob sie gut ist. Ja. Alle Babys sind gut. Naja, spätestens wenn sie einen wach halten, nicht mehr. Die bösen Dinge kommen ja später, wenn die Hormone dazu kommen. Oh nee. Aber alle Babys haben die Voraussetzung, guter, lieber Mensch zu werden. Ja, das stimmt. Die Erziehung ist es. Und die Freunde. Die beste Erziehung kann für die Mülltonne sein, wenn das Umfeld der Freunde dann für den Arsch ist. So. Na komm. Ey, wirklich? Wie viel verbrauche ich denn hier? Dann eben nicht. So, dann der hier. Einige Setzlinge, die wollen einfach nicht. Da muss man wirklich viel reinhauen an Knochenmehl. Bin ja froh, wie gesagt, Kreativmod ist echt top. Wenn die Bäume mal wachsen und ich nicht hier erstmal stundenlang hier brauche, um damit die dann endlich mal wachsen sollten. Ja, draußen knallt immer mehr. Man hört schon. Es geht Richtung Silvester bald zu. Und Silvester, na gut, ich kann mir dieses Silvester gut vorstellen. Wir werden so fix und fertig sein, dass wir dieses Silvester wahrscheinlich verschlafen. Kann ich mir auf jeden Fall gut denken. So. Das ist schön. Übrigens, wenn mir das hier gerade mit dem Verschlafen entfällt, ich muss hier gerade echt gerade was überlegen. Es kann sein, dass demnächst vielleicht noch mal andere Videos noch dazu kommen, mal hier auf den Kanal, weil ein Bekannter aus der Tonis Filmproduktion jetzt in die Stadt kommt. Der will eventuell bei eigene kleine Projekte machen, die ich dann bei mir auch mit hochlade, zusätzlich, parallel zu ihm. Und das ist dann ganz praktisch für, ja, damit die beiden Kanäle wirklich dann, ja, wir sind sowieso verlinkt, dass man da ein bisschen mehr gesehen wird. Noch zusätzlich. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich kann es mir noch nicht so vorstellen, aber ich werde es sehen. Hier einen Baum hinzusetzen wäre doof, weil hier geht es ja zur Stadt. Und die Stadt, da würde ich hier den Zugang hin machen. Das heißt, ich werde, ach, ich muss ja hier die Bäume machen. Ich baue die gerade echt zu hier. Und dann lasse ich mich mal überraschen. Na komm doch mal. Mensch. Dankeschön. So. Manche Bäume wollen einfach nicht. Dann kann ich erstmal schön zuwuchern hier. Hier auch. Und dann hier, nee, erstmal hier bauen. Und hier auch. Und dann ist diese Ecke auch schon mal gut gesichert. Hier werde ich erstmal noch nichts machen. Wo habe ich denn hier eigentlich schon weitergemacht? Ich war ja hier noch gar nicht fertig hier. Ich habe hier die Bäume gesetzt und habe mich dann mal wieder ablenken lassen vom Bionalu. Die war schuld. Die ist immer schuld. Kann ich dir auch nichts dafür, wenn du immer drauf anspringst? Ich wollte gerade sagen, die hört zwar nicht, deswegen kann ich das sagen,
Aber die hört ja trotzdem, obwohl sie Kopfhörer auf der Birne hat. Ja, immer wenn ich meinen Namen höre. Na, sag ruhig, dass du öfter einen roten Kopf kriegst, weil du mich liebst. Muss ich das jetzt... Und verlaute Gedanken hast. Muss ich das jetzt zugeben? Ist doch nicht meine Schuld, dass dich das stört, dass ich hier immer nackig rumwackel. Müssen das die Zuschauer wissen, die stellen jetzt, die stellen sich gerade eine Schwangere vor, die nackig ist. Na und? Ich bin auch bloß ein Mensch, der aussieht wie ein Elefant. Die Anlauf braucht, um sich im Bett zu drehen. Naja, wenn die Muskeln nicht mehr machen, was sie sollen. Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Na, erklär doch mal ein bisschen, warum ist denn das alles so? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Sie ist schwanger, da drinnen wächst was. Die Knochen werden zu Wackelpudding. Jetzt wird alles weich. Die Knochen, die sehen die Bänder, damit das Kind durchs Becken durchpasst. Leider wird da alles weich, nicht nur das, was gebraucht wird. Muskeln gibt es nicht mehr. Und ja, das kommt erst alles wieder, wenn das Kind draußen ist. Ein Kind im Bauch einer Frau frisst die Reserven der Mutter auf, um selbst zu wachsen. Außerdem ist es ja auch ein Schutz, damit sich die Frau nicht unnötig verletzt. Das war ganz schön unangenehm, wenn man plötzlich wie so ein Wackelpudding ist. Aber für das Kind ist das nützlich. Naja. Und irgendwann, so, in ein paar Monaten, ist es wieder einigermaßen normal. Naja. Und ich schalte jetzt mal wieder auf den Tag hier, weil das ist ja echt unerträglich. Super, jetzt sehe ich wieder was. Meine Güte.